Und die. Okay, die Katzen sind schon richtig. Ach ja, stimmt. Hier bin ich ja stehen geblieben. Mit euch. Warte mal. Das, das und. Wird es jetzt angezeigt? Ah, nee, nee, ja, bloß die Rückführung. Dann mal Richtung Süden. Richtung Süden? Okay, ja gut. Das, ist jetzt etwas schwierig gestalten, aber mal gucken. Brauchen hier noch ein paar Windgitterdinger. Eins brauchen wir hier noch. Und durch zwei durch Quests. Süden ist für mich hier. Nee, Südost ist da. Okay, ich schätze mal hier in die Ecke. Vielleicht können wir in die Richtung abdriften. Ja, Richtung Osten. Habe ich denn jetzt noch? Das nicht. Okay, das ist noch Windätherquelle. Da oben ist er. Da sind auch die Viecher, die wir brauchen. Wunderbar. Eins von drei. Perfekt. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Hier sonst auch nicht, ne? Nur um nochmal 100% sicher zu gehen. Okay. Da hinten ist dann noch für diese Windätherquellen, glaube ich.
Wow. Der Splitter. Ja, hier bitte. Und jetzt ist es nur noch eine, ne? Ja. Ist nur noch eine. Einmal hier hin. Ah, da. Wollte gerade schon sagen. Ja. Versteckten Mokis finden. Ach, ist das euer Ernst? Gut, einen haben wir schon mal. Der andere ist da oben. Da komme ich so nicht hoch. Lass mich darauf. Da war der Mogri. Ich denke mal, der andere ist da hinten. Wenn das alles war, um an diese Windätherquelle zu kommen. Ja. Dann haben wir echt Glück. Gott, das wäre sogar mal ein Gebiet gewesen, wo wir direkt hätten zurückfliegen können. Juhu, wir dürfen endlich fliegen. Das heißt, wir können unser Gefährt endlich in hoher Luft ausprobieren. Oh Gott, ist das schön. Nein! Hörchen. Hast du es vielleicht mit deinem eigenen Auge gesehen?
Na, kippen wir schon wieder um. Es ist an ihm. Nitox zweites Auge war deines, Reeswelger? Du hast ihn all diese Jahre bei Kräften gehalten? Haldrads einziger Fehler war es also, dass er dachte, Nitox sei ohne Augen bereits endgültig besiegt. Er hätte ihn töten müssen. Du hast es ihm gegeben, obwohl du wusstest, dass er damit einen Krieg beginnen wollte? Dass er uns ewig quälen würde? Um deine Hände reinzuwaschen, hast du sie mit dem Blut tausender Unschuldiger befleckt. Dies war so ein Schinkin in Ella. Thank you.
wirklich ein nettes Gespräch. Die Drachen sind jetzt sehr herzlich. Ich glaube, ganz so gut lief das nicht. So, dann reden wir nochmal mit ihm. Stufe 56. Keine Ausrüstung für mich. Nidhogg ist gefallen. Mein innigster Wunsch erfüllt. Aber irgendwie bleibt ein äußerst schaler Nachgeschmack. Ihr habt einen von Zorn und Rachsucht zerfressenen Drachen getötet und damit ein Ende des Kriegs ermöglicht. Bereut ihr das nun etwa? Nidhogg hat meine Heimat in Schutt und Asche gelegt und mir die Familie genommen. Niemand kennt Rachegefühle besser als ich. Rache war mein Lebenszweck. Ich fühle mich ihm seltsam verwandt. Verzeih. Ich habe nicht das Recht, dich anzuklagen. Auch ich habe viele Unschuldige geopfert, um meine Gerechtigkeit durchzusetzen. Aber eines verstehe ich nicht. Das letzte Auge Nidhoggs war also von Reeswege gewesen. Dasjenige, das ich schon vorher hatte, gehörte ohne Zweifel ursprünglich Nidhogg. Daraus ergibt sich die simple Frage, wo ist Nidhoggs zweites Auge? Außerdem würde ich gerne wissen, warum Nidhogg nun seine Drachen dazu aufrief, Ishgard ganz auszulöschen. Er wollte den Krieg doch ursprünglich ewig weiterführen und uns möglichst lange leiden lassen. Emmerich? Ja. Nidhogg ist tot. Was? Wie ist es dazu gekommen? Wenn schon so losgeht, ne? Wir kommen so schnell es geht. Haltet durch. Tumult in Ishgard. Auf den Straßen ist offenbar die Hölle los. Rebellen haben die Heretiker in die Stadt gelassen und versuchen einen Umsturz. Nett. Was? Heretiker? Ich habe nichts dergleichen befohlen. Wir versuchen hier den Krieg mit den Drachen endlich zu beenden und indessen gehen sich die Leute gegenseitig an die Kehle. Auf geht's, Kameradin. Tasche liegt hinten. Ja. Das. Ja. Ja. Ne? Nett. Wartet! Ich komme auch mit! Das sinnlose Morden muss aufhören. Und ich kann es beenden. Ich werde meinen Leuten befehlen, von der Stadt abzulassen. Ich glaube, das wird nichts. Bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in die Hose geht. Beenden wir es, Eisherz. Lass uns das letzte Kapitel dieses verfluchten Krieges schreiben. Irgendeiner von beiden geht doch drauf. Ich meine, wir sind's nicht. Aber irgendeiner von beiden geht drauf. Ich fürchte es. Hallo, Sir Augenbraue. Die Heretiker wurden offenbar von einigen Rebellen in die Stadt gelassen. Das Volk lehnt sich auf. Aber seid beruhigt, Eure Exzellenz. Die Kurie ist bestens geschützt. Wir sind auf Drachenangriffe vorbereitet. Da kann uns ein Häufchen Aufständischer nichts anhaben. Boah, wie elitär. Ausgezeichnet. Ja, ich bin sicher, wenn die Bürger die Kämpfe sehen, wird ihnen wieder bewusst, dass die Gefahr der Heretiker eine sehr greifbare ist. Und dass die Ritter sie davor beschützen.
und ihr Glaube wird noch weiter gefestigt. Also gut, lass das Pack sich noch etwas austoben und dann macht dem Zirkus ein Ende. Sehr wohl. Korrupt, alle miteinander. Aber die Rüstungen sind cool. Oh, hi. Dann können wir also zur Tat schreiten. Der wieder. Wir arbeiten also doch zusammen. Hervorragend. Ich werde alles vorbereiten. Endlich kommt der Augenblick, in dem dein Licht für immer erlischt, Kristallkriegerin. Nein, ich glaube nicht. Ich lehne das vehement ab. Er kann seinen Augen nicht trauen. Dort! Da sind sie! Meine Freunde! Lasst ab! Es wurde schon genug Blut vergossen. Es ist Eisherz! Meisterin, ihr seid gekommen! Hört mir zu, Kameraden! Der Krieg ist vorbei! Nitok ist in Dravania gefallen! Diese Abenteurerin hier und der Azur Drachenreiter haben den Krieg beendet. Ich weiß, dass euch dies verwirren wird, doch bitte hört mich an. Die Geschichte dieses Landes ist ein Lügengebäude. Die Religion, die man hier predigt, eine Farce. Man hat die Ischgarder zum Narren gehalten, um Zwietracht zwischen ihnen und den Drachen zu säen. Mhm. Ihr seid mir auf einen Pfad gefolgt, der wahrhaftiger ist als die Ischgarder Dogmen, um endlich Frieden zu erlangen. Doch auch unser Pfad war nicht frei von Verblendung. Aber nun ist Nitok, den sein Hass gegen Ischgard blind gemacht hat, für immer im Wolkenmeer von Dravania versunken. Frisches ist ein Suchti. Lasst seinen Hass mit ihm sterben. Steckt die Waffen weg. Friede soll die Antwort auf den Hass von Jahrtausenden sein. Denn jetzt haben wir die Wahl. Soll das heißen, wir haben verloren? Oh. Nein. Nein. Wir haben nicht verloren. Wir alle haben gewonnen. Der Friede hat gesiegt. Und einer geht gleich drauf. Friede? Aber Meisterin, ich verstehe das alles nicht. Lass die Hexe nicht entkommen!
Ich denke, wichtiger ist es jetzt erst einmal, die verletzten Bürger zu versorgen. Meint ihr nicht? Wie Eisherz sagte, Friede soll die Antwort sein. Mhm. Nee, das da. Da bleibt kein Auge trocken. Ja, doch. Was schon krass, wir sind bei 56. Meine Quests. Ich weiß gar nicht, wie weit geht das? 60 hoch? Ja, ne? Ich glaube. Da bin ich mal gespannt. Dahin. Einmal zur letzten Wacht. Dachchen. Ein Glück, ihr seid unverletzt. Ja, Vater. Dank dem Azur-Drachenreiter und unserer Kriegerin des Lichts. Es ist schier unfassbar, was sie vollbracht haben. Erlaubt mir zu schildern, was sich zugetragen hat. Ihr habt die Anführerin der Heretiker einfach nach Ishgard mitgebracht? Mhm. Der Inquisition wird das nicht gefallen, aber das Ergebnis zählt. Wir konnten die Verluste in Grenzen halten. Dafür sind wir euch zu Dank verpflichtet. Gerne doch. Und euer Sieg über Nidhogg ist eine Heldentat, für die euch nicht nur die Kurie, sondern jeder Ishgarder loben und preisen wird. Genau. Ein größeres Verdienst kann man sich gar nicht denken. Aber über eines wird sich die Kurie wohl weniger freuen, dass wir nun die wahre Geschichte Ishgards kennen. Was wir von Reeswelge erfahren haben, steht schließlich in krassem Gegensatz zu den Märchen der Orthodoxie. Wir? Unsere Vorfahren waren es, die dem friedlichen Zusammenleben mit den Drachen ein Ende setzten? Yep. Auf die vier Adelshäuser wirft das ein höchst zweifelhaftes Licht. Wenn das bekannt wird, ist unsere moralische Legitimation, den Staat zu führen, im Fundament erschüttert. Und mehr noch, die Fortans sind die Nachfahren eines legendären Drachenbezwingers oder Verräters. Aber das gilt auch für viele, vielleicht sogar alle einfachen Leute. Nichts unterscheidet uns von ihnen als die Entscheidung ihrer Vorfahren, die Lanze niederzulegen. Ja, genau. Ishgard wäre damit adeliger Herkunft. Wir müssten den Staat neu ordnen. Wäre das so schlimm? Das beweist auch die Tatsache, dass viele Heretiker so empfänglich für den Ruf der Drachen sind. In ihrem Blut pulsiert noch die Kraft der Drachenaugen, die ihre Vorfahren gegessen hatten. Wie kann man Drachenaugen essen? Der Papst die Wahrheit kannte? Bestimmt. Aber wie konnte er dann damit leben? Ich muss es wissen. Nun gibt es kein Zurück mehr. Irgendeiner wird ins Gras beißen. Wartet, Großmeister. Ihr wollt den Papst doch nicht direkt konfrontieren. Doch. Mein Vater hat recht. Ihr solltet nichts überstürzen.
Selbst wenn der Papst die Wahrheit kannte, wird er sie niemals eingestehen. Höchstens bringt ihr euch selbst in Gefahr. Ihr werdet der Häresie angeklagt und fallt in Ungnade. Damit erweist ihr Ishgard keinen Dienst. Wenn er mich in den Kerker wirft, käme das einem Geständnis gleich. Dieser Krieg ist nicht beendet, solange die alten Lügen fortbestehen. Der Friede muss auf dem Fundament der Wahrheit errichtet werden. Das Volk kennt nichts anderes als Krieg. Bald werden sie die Klingen gegeneinander richten. Der Wegfall unserer gemeinsamen Feinde wird uns auf eine harte Probe stellen. Die Gegensätze klaffen auf und der Adel wird zur Zielscheibe des Zorns der einfachen Leute. Wir müssen reinen Tisch machen. Isel hat ihre Entdeckung bereits angedeutet. Die Gerüchte werden sich schnell verbreiten und Taten werden folgen. Schmeiß die Kette ans Feuer. Ein gespaltenes Ishgard ist zum Scheitern verurteilt. Kannst du die ganze Stadt wir brauchen verfeuern. Eine rein theoretisch. Großmeister. Rein theoretisch könnten wir einmal so eine ganze Meteoriten auf die Stadt knallen lassen. Dann wäre rein Tisch gemacht. Dann schmeißt die Stadt ans Großmeister Emmerich gehen zu lassen? Ah, schön. Ich teile die Ansicht, dass Ishgard reif für eine Reform ist. Aber völlig unvorbereitet in die Kurie zu stürmen, scheint mir, mit Verlaub, etwas überstürzt. Ja, und warum denkt dann ein der? Vielleicht. Aber es ist nicht meine Aufgabe, mich dem Großmeister entgegenzustellen, sondern ihn zu unterstützen, so gut ich kann. Jeden Tag träumte er von der Erneuerung Ishgards. Und nun endlich ist es soweit. Er hat seine Entscheidung getroffen und ich die meine. Wenn dies die Konfrontation mit der Kurie bedeutet, dann soll es so sein. Senescha Lucia. Ach ja. Falls Großmeister Emmerich nicht in 6 Glockenschlägen zurück ist, werde ich ihn selbst dort herausholen. Rat mal, wer mitgehen darf. Lucia. Wir können doch nicht die gesamte Ritterschaft gegen uns aufbringen. Ja, können schon. Ishgard ist nicht meine Heimat und ich bin keinem Haus zur Treue verpflichtet. Ich diene Großmeister Emmerich und sonst niemandem. Im Übrigen ist euch doch sicher das Gerede über ihn zu Ohren gekommen. Unwürdiges Geschwätz. Wovon sprecht ihr? Welches Gerede? Dass Emmerich der Sohn des Papstes und einer Mätresse ist. Hohen Würdenträgern ist in Ishgard die Ehe nicht gestattet. Das gilt selbstverständlich auch für den Papst. Großmeister Emmerich ist der Sohn des Papstes? In der Öffentlichkeit hat sich Tordan nie zu ihm bekannt. Aber die Gerüchte haben stets einen dunklen Schatten auf Emmerichs Leben geworfen. Mhm. Und dann will er immer bitte dass bei Fatih machen. Dass er in diese hohe Position aufgestiegen ist, hat er für viele nur dem Einfluss seines mächtigen Vaters zu verdanken. Auch wenn dieser ihn nie direkt unterstützte, eilten ihm die Gerüchte stets voraus und minderten seine eigene Leistung. Doch dieses eine Mal wird ihm seine Herkunft von Vorteil sein. Wie heftig auch der ideologische Konflikt ist, sein eigen Fleisch und Blut wird der Papst nicht einfach töten. Doch, wird er. Er wird uns Zeit geben, ihn zu retten. Wessen Kind er ist, interessiert mich nicht. Wenn es dazu kommen sollte, bin ich ganz vorne dabei. Ich werde ebenfalls mitgehen. Der Kriegerin des Lichts kann ich zwar nicht das Wasser reichen, aber ich werde mein Bestes geben. Ich will dich. Oh, Chiffon. Bitte sei doch vernünftig. Vater, ich weiß, es klingt gefährlich. Doch Großmeister Emmerich ist die Hoffnung Ishgards und er braucht unsere Hilfe. Ein Ritter muss für das Leben eines anderen einstehen. Warum die reden schon so, als wäre er jetzt schon in Gefangenschaft? Und was für ein Fortor wäre ich denn, wenn ich in dieser Stunde nicht zur Stelle wäre? Ich weiß schon, warum ich mich nicht für Fußball interessiere. Du auch?
Ja, sind denn hier alle übergeschnappt? Ja. Yep. Also gut, dann macht, was euch euer Gewissen eingibt. Ich danke euch, Graf Fortin. Pärchen. Sollen wir Quest abgeben? Quest annehmen? Oh Gott. Auch wenn wir entschlossen sind, uns der Kurie offen entgegenzustellen, können wir nicht einfach ohne Plan hineinstürmen. Lucia, wie gedenkt ihr vorzugehen? Es regnet jetzt. Boah, schön! Für die Fußballspiele zurzeit etwas. Also, ich weiß nicht, ob es im Chat jemanden gibt, aber wie gesagt, Fußball ist für mich zurzeit so. Habe ich nichts mit der Mut. Ob sie seine Beine jetzt hinterher rennen und am Ende den Pokal kriegt oder. China fährt in der Kreis um. Die uns treu gebliebenen Tempelritter und hochgefand, ihre Gefolgsleute werden ein Ablenkungsmanöver starten. Wir haben noch andere Verbündete in Ishgard. Schluss, geht's dir gut? Soll ich einen Arzt rufen? Muss ich mir Sorgen machen? Nö. Na, glaube ich noch nicht ganz. Ich werde mich dann nachher selber von überzeugen. Verbündete etwa die anderen Adelshäuser? Nein, keine Aristokraten, sondern die einfachen Bürger aus den Fundamenten, die in den Schwaden leben. Viele von ihnen sind schon lange voller Unmut über die Anmaßung der orthodoxen Führung und des Adels. Das heißt, dass die Radikalen unter ihnen sich bereits zu einer geheimen Widerstandsorganisation zusammengeschlossen haben. Ich habe mit Fußball nichts am Hut, ja. Das war, glaube ich, der Satz. Ich habe mit Fußball nichts am Hut. Fußball geht mir da den Buckel runter und da auf den Buckel runter. Die Tumulte, als die Theoretiker in die Stadt eindrangen, können durchaus von den Widerstandskämpfern gefördert oder sogar angezettelt worden sein. Das stimmt, steht es also um die Ishgarder Gesellschaft. Aber wenn Großmeister Emmerich nun auch noch die wahren geschichtlichen Hintergründe aufdeckt. Ja, es wird ihre Revolte weiter befeuern. Aber momentan zählt nur, dass wir möglicherweise mit ihrer Hilfe rechnen können. Die Enthüllung der Wahrheit ist genau das, worauf sie alle gewartet haben. Dazu muss erst Emmerich in Sicherheit sein. Adaria und Alfino, kann ich euch die Verhandlungen mit den Rebellen überlassen? Ich als Tempelritterin kann mich dort nicht blicken lassen, ohne sofort als Feind angesehen zu werden. Aber ihr als Außenstehende findet mit unserem Anliegen vielleicht Gehör. Verstanden, wir sehen uns in den Schwaden. Und versuchen Kontakt mit den Rebellen aufzunehmen. Vielen Dank, Estinien. Kannst du die Dragoons aus den Kämpfen heraushalten? Dafür kann ich sorgen. Die Dragoons haben sich im Kampf gegen die Drachen verschworen. Nicht gegen ihresgleichen. Sie werden sich uns nicht in den Weg stellen. Also gut, wir werden Tataro im vergessenen Ritter suchen. Die Kontakte, die sie geknüpft hat, werden uns nun bestimmt nützlich sein. Ja, wäre vielleicht mal ganz vom Vorteil. Wenn die Kleine auch mal was hingekriegt hätte. Sayen.
Wie in die Ätherquelle. Ja komm, nehmen wir an, natürlich. Ich weiß nicht, warum wir hier eine Windäderquelle brauchen, aber okay. Ich will es vielleicht gar nicht wissen. Warte mal. Vergessene Ritter. Was ist da in der Nähe? Okay, die vergessenen Ritter. Vergessene Ritter. Dann hier runter. Nee, da lang. Oh Gott. Ja, da red ein bisschen schneller. Also ich wollte gerade sagen, schicke Rüstung, aber die Person hat kaum was an. Nee, warte. So, das kann ich einmal kurz harmonisieren. Unten waren wir noch gar nicht. Also in dem Bereich hier. Dächen. Dächen und ich glaube, das ist hier auch unten. Und jetzt wieder. Ah ne, da. Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt bitte nicht wieder nach oben. Okay, trotzdem wieder nach oben. Wir bräuchten hier dringend mal Aufzüge. Tada! Ach, das war dieser unfreundliche, ne? Glaube ich. Rulerzeile. Sollten wir ja hoffentlich. Oh Gott, ist das süß! Oh Gott! Ah! Haben wollen. Wie war das doch? Ich darf nichts anderes mehr angucken. An süßen, niedlichen Krams. Das hält mich nur auf. Nee, nicht Gehilfen. Durch die eventuelle Reparatur. Weißt du, sobald ich irgendwas Süßes, Niedliches, Knuddeliges finde, will ich sofort haben. So kriege ich niemals mein Geld zusammen, um hier ein FG zu gründen. Das wird so nichts. Nee. Weiß ich anders jetzt schon. Am liebsten würde ich sogar den Square Enix Shop leer kaufen. Jetzt, wo ich weiß, wie teuer die dicke Katze ist.
Also die eine dicke Katze, nicht die große dicke Katze. Ganz, ganz große, die wusste ich ja. Diese süßen, niedlichen Sachen machen mich arm. So. Immer noch bei 56. Jetzt der vergessene Ritter. Warte mal. Was hier? Nee, da. Whee! Das sieht komisch aus. Ich denke mal, wir schaffen es heute zumindest auf Stufe 64. Quenriol Akademie. Okay. Dann nochmal dahin. Wenn es kostet, den, der Quatsch kein Geld. Nette Dame. Dieses Hin- und Her-Rennen. Es gibt ein Schokopummelchen. Oh mein Gott. Das will ich haben. Das da brauche ich. Ich brauche das Schokopummelchen. Wie komme ich an das Schokopummelchen ran? Das Schokopummelchen. Da kann ich mir gleich noch mal in Ruhe was zu trinken holen, wenn jetzt Halbzeit ist. Wenn ich hier die Quest hier habe. Wenn ich jetzt. Boah, das kriegt aber echt. Alkohol ist auch keine Lösung. Geiler Questname. Mal, das ist weiter unten, ne? Nee. Doch, was? Warte, nein. Ja. Nee. Doch, da. Da ist es. Dann mache ich mir einmal noch mal ganz kurz was zu trinken. Und dann. Huch. Wo ist mein Schuh? Da ist mein Schuh. Bis gleich. Dauert nicht lange.